Gold ist stark gestiegen. Dadurch steigt natürlich auch das Interesse an Aktien von Goldunternehmen. Aber auch die sind teilweise schon stark gestiegen und eben auch in vielerlei Hinsicht schon teuer. Es gibt aber noch einige günstige Goldaktien, Aktien von produzierenden Goldunternehmen, die relativ günstig bewertet sind aus unterschiedlichen Gründen. Und davon schauen wir uns heute dreimal genauer an. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind in einer Goldrallye seit anderthalb Jahren und viele Anleger sind der Meinung, das geht auch weiter so. Immerhin, wir sind ja in der Coronavirenkrise. Die Geldpolitik der Notenbanken überall auf der Welt, die wird noch aggressiver und das ist ein klassisches Argument für Gold und damit auch ein klassisches Argument für Minenaktien. Und viele Leute sagen außerdem, dass der Goldaktiensektor sowieso noch Nachholbedarf hat, weil die Goldaktien relativ zum Goldpreis eigentlich hinterherhinken. Sie hätten in Relation zum Goldpreis stärker steigen müssen, als sie es getan haben. Das hier ist der Nice Arca Gold Bucks Index. Das ist ein Aktienindex mit großen internationalen Goldproduzenten. Ist in den letzten anderthalb Jahren schon auch gestiegen, aber er ist eben nicht so stark gestiegen, wie man das vielleicht vermuten würde, wenn man sich den Goldpreisanstieg anschaut in der gleichen Zeit. Wir sind hier also am Freitag gewesen bei ungefähr 250 Dollar bei diesem Index. Der Höchststand war aber bei über 600 Dollar schon. Und das heißt, wenn er auf dieses Niveau wieder käme, der Goldaktienindex, dann wäre das auch nochmal ein Anstieg von über 150%. Wir sind bei Gold ja immerhin bei knapp 1700 Dollar wieder. Und 2013, als der Nice Arca Gold Bucks Index auch bei 250 Dollar war, da hat schon deutlich niedrigerer Goldpreis gereicht für 1000 von 1480 Dollar. Und Ende 2005, da waren wir auch schon mal bei 250 beim Index, da hat sogar ein Goldpreis von nur 500 Dollar ausgereicht, um ihn auf dieses Niveau zu bringen. Und daraus wird vielfach natürlich abgeleitet, dass Goldaktien in Relation zum Goldpreis eben noch unterbewertet seien. Man muss aber da auch bedenken, Goldaktien sind nicht mehr das, was sie schon mal waren. Die Produktionskosten der Minenunternehmen sind nämlich in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Gegenzug sind die Goldgrade und damit die Ausbeute zurückgegangen. Und was noch dazu kommt, in vielen Fällen ist es eben auch so, dass die Goldunternehmen finanziell eben auch nicht mehr so gut dastehen, wie sie das 2005 zum Beispiel getan haben. Und von daher ist diese Aussage, dass Goldaktien generell unterbewertet sind, noch mit Vorsicht zu genießen. Und viele Aktien von großen Goldunternehmen, die breit aufgestellt sind, die sind ja auch nicht mehr günstig bewertet. Also zum Beispiel Aktien wie Barrick Gold oder Newmont Mining, da haben wir immerhin ja auch schon KGVs so zwischen 25 und 30 oder Agnico Eagle mit einem KGV von über 40. Das ist natürlich nicht mehr wirklich billig. Das KGV ist nicht der einzige Gradmesser, das ist auch klar. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss bei Goldaktien. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht hier. Also es gibt eben noch andere Kriterien, wenn man Goldaktien analysiert: Verschuldung, Produktionskosten, die Reservenschätzungen, die Ressourcenschätzungen, Minenlebensdauer und so weiter. Aber wir können zumindest mal festhalten an dem Punkt, viele Goldaktien sind eben nicht mehr richtig günstig. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr weiter steigen können, aber wahrscheinlich eben nur dann, wenn auch der Goldpreis steigt. Das gilt auch für die Aktien, die ich jetzt bespreche. Der Goldpreis ist im Goldsektor bei den Goldminenaktien in fast allen Fällen der absolute Dreh- und Angelpunkt. Ist völlig klar, je höher der Goldpreis, umso mehr verdienen die Unternehmen und umgekehrt. Die Aktien hängen deswegen auch stark vom Goldpreis ab. Viele sehen darin auch ein
Goldinvestment mit Hebel. Und darum haben wir jetzt nochmal einen Zukunftsmärkte-Report auch gemacht, in dem es ausschließlich nur um den Goldpreis geht und auch um die Tücken beim Goldpreis. Und diesen Zukunftsmärkte-Report, den kriegen Sie morgen, der geht morgen raus und den kann jeder gratis bekommen. Sie müssen sich für die Reports nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Video. Und was ich außerdem auch nochmal vorausschicken will: Man muss auch wissen, Goldaktien schwanken oft sehr stark. Unter Umständen hat man zum Beispiel ja auch jetzt im März wieder gesehen. Im März hatten wir diese kurze Goldpreiskorrektur und da gab es einige Minenaktien, die sind da eingebrochen um 50, 60% sogar. Vor allem kleinere Goldaktien, die eben weniger liquide sind. Sowas muss man auch auf dem Schirm haben, wenn man in den Sektor investiert. Und das Zweite dann natürlich noch, also die Aktien, die ich jetzt zeige, das sind natürlich keine Empfehlungen von mir oder Tipps. Das ist hier ja auch keine Anlageberatung, sondern sehen Sie es einfach als Ideen, wo jeder dann anschließend selber für sich ergründen muss und selbst wissen muss, ob das zu ihm passt oder nicht. Ist völlig klar. Erste Idee: Anglo-Asian Mining. Hier der 5-Jahres-Chart in Pence. Die Namen und die WKNs, die sind hier auch nochmal unter dem Video, das bekommen Sie alles. In meinem Börsenbrief, Emerging Markets Trader, da habe ich die Aktie erstmals vorgestellt, Mitte 2018. Seitdem hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht. Trotzdem gefällt mir die Aktie immer noch gut. Warum? Wenn wir jetzt den Gewinn nehmen vom letzten Jahr, dann haben wir ein KGV zurzeit von unter 10. Und wir haben außerdem sehr niedrige Produktionskosten und die Gesellschaft ist netto schuldenfrei. Das heißt, Anglo-Asian Mining muss keine Schulden mehr abstottern mittlerweile, sondern man kann da den Cashflow voll investieren in die Exploration von neuen Vorkommen. Und man ist außerdem dividendenfähig auch. Letztes Jahr sind 8 US-Cent ausgeschüttet worden je Aktie. Das entspricht momentan einer Dividendenrendite von 5,1%. Und das ist für den Goldsektor schon wirklich ordentlich. Eingetragen ist die Gesellschaft in London und die 4 Minen sind in Aserbaidschan. Und das Land Aserbaidschan ist an der Produktion auch beteiligt. Es wird neben Gold auch Silber und Kupfer produziert und mit der Regierung dort gibt es keinerlei Probleme. Die Produktionskosten, die ich schon erwähnt habe, die sind bei unter $600 pro Unze. Und zwar die Gesamtkosten, all inclusive. Und das heißt, wir haben momentan eine Gewinnspanne von $1.100 ungefähr pro Unze Gold. Und das bei einer Jahresproduktion von 83.000 Unzen. Netto Cash in der Bilanz Ende letzten Jahres 21 Millionen Dollar, der operative Cashflow 50 Millionen Dollar und dafür zahlen wir an der Börse nur insgesamt 180 Millionen Dollar. Das heißt, der Börsenwert ist nur ungefähr 3,5-mal so hoch wie der operative Cashflow im letzten Jahr. Und das ist schon sehr attraktiv. Wo ist der Haken? Man kriegt ja selten was geschenkt an der Börse. Man kann einen Haken darin sehen, zum Beispiel, dass es eine kleine Gesellschaft ist natürlich. Dann, alle 4 Minen sind im gleichen Land, in Aserbaidschan. Wir haben also keine regionale Diversifizierung. Und der dritte Haken ist eventuell der, dass es zwar hohe Cashflows gibt momentan, aber keine richtige Wachstumsfantasie eigentlich. Also die kleineren Minen, die werden jetzt schon ausgebaut, aber insgesamt ist es so, dass die Produktion wohl erstmal stagniert. Und mittelfristig kommt es dann stark auf die Exploration an, also ob man in der Region jetzt neue gute Vorkommen auch erschließen kann. Es gibt ein konzessioniertes Gebiet, das umfasst 1900 Quadratkilometer und die letzten Bohrergebnisse waren auch wieder sehr gut. Aber muss natürlich alles noch nichts heißen, ob jetzt die neuen Vorkommen, die man irgendwann mal abbauen kann, vielleicht, ob die wirklich so gut sind, das muss man dann erst sehen, wenn das alles wirklich auch erschlossen ist. Das ist immer so.
in dem Sektor. Bis jetzt ist es aber so, dass Anglo-Asian Mining eigentlich immer gezeigt hat, dass man da weiß, was man tut. Und sie haben auch immer wieder positiv überrascht. Und darum bin ich da eigentlich auch relativ zuversichtlich. Oceana Gold, die zweite Goldaktie. Oceana Gold ist deutlich größer. Der Börsenwert liegt bei knapp 1,3 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie jetzt hier aber den 5-Jahres-Chart sehen, der ist in kanadischen Dollar, dann merken Sie sofort, dieses Unternehmen oder diese Aktie, die hat von der Goldrallye bis jetzt so gut wie nicht profitiert oder eigentlich sogar im Gegenteil. Ich selbst, ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, Oceana Gold ist eigentlich fast schon ein Basisinvestment im Goldsektor. Es hat mehrere gute Minen und ist sehr profitabel. Aber das hat sich schlagartig geändert letztes Jahr. Hier haben wir mal die Minen im Überblick. Wir haben hier Haile in den USA, das ist zurzeit die wichtigste Mine. Dann Macraes und Weihi in Neuseeland. Macraes ist leider schon ziemlich ausgebeutet. Weihi ist interessant und ist auch ziemlich profitabel, ist aber noch relativ klein dafür. Und in der dritten Zeile hier sehen Sie Gesamtförderkosten. Bei Weihi sind wir da bei 715 bis 760 Dollar je Unze. Das ist attraktiv. Die anderen Minen, die anderen beiden so um die 1000 bis 1100 je Unze. Ist jetzt nicht so berauschend, aber beim aktuellen Goldpreis schon okay. Man verdient damit schon noch einiges Geld. Ganz rechts sehen Sie jetzt noch eine vierte Mine, die Didipio auf den Philippinen. Und da steht gar nichts. Die Didipio ist nämlich zu zurzeit. Und zwar nicht wegen dem Coronavirus, sondern schon seit letztem Herbst. Und das ist eben auch das Problem, das Oceana Gold hat. Die Didipio ist an sich eine Wahnsinnsmine. Man baut da Gold ab und Kupfer. Und früher war es so, dass allein die Kupferproduktion schon so profitabel war, dass man das Gold umsonst dazu gekriegt hat. Oder rechnerisch sogar mit negativen Kosten. Und das bei einer Jahresproduktion von 120.000 bis 170.000 Unzen. Die Mine war also hochprofitabel, aber das ist jetzt erstmal vorbei. Auf den Philippinen gibt es seit einiger Zeit einen neuen Präsidenten, Rodrigo Duterte. Ist an sich ein ziemlich übler Typ, muss man wirklich sagen. Aber er hat eine Sache gemacht, die vielleicht nicht ganz so unsympathisch war. Er hat die Umweltschutzbestimmungen verschärft. Auch für die Minenindustrie. Und die Didipio ist natürlich eine Großmine und ist dementsprechend bei vielen Leuten nicht besonders beliebt. Und an die Didipio hat man letztes Jahr ein Exempel statuiert. Die Genehmigung für den Betrieb ist nicht verlängert worden und es ist momentan auch nicht klar, ob die irgendwann mal wieder verlängert wird oder eben nicht. Und davon hängt natürlich sehr viel ab. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass der Finanzmarkt die Mine im Großen und Ganzen schon abgeschrieben hat. Also jetzt vielleicht noch nicht komplett. Wenn es wirklich mit dem Teufel zugeht und Oceana Gold verliert diese Mine jetzt ganz, dann kann es natürlich schon sein, dass die Aktie nochmal fällt dann. Aber umgekehrt, wenn die Mine wieder in Betrieb gehen sollte, meinetwegen auch mit neuen Auflagen und mit höheren Abgaben oder was auch immer, aber wenn sie dann auch ansatzweise noch so profitabel ist, wie das früher war, dann ist die Aktie aus meiner Sicht eigentlich ziemlich unterbewertet und es wäre noch Kurspotenzial da. Und ich halte das auch nicht für abwegig, dass die Mine wieder kommt. Es geht ja auch für die Philippinen um tausende Arbeitsplätze in dem Fall und um sehr viel Geld. Das Ganze ist natürlich spekulativ. Und was ich Ihnen auch nicht sagen kann, ich kann Ihnen nicht sagen, ob sich Oceana Gold da hinsichtlich Umweltschutz immer korrekt verhalten hat in der Vergangenheit. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich komme da nicht wirklich auf den grünen Zweig, weil es da sehr viele Behauptungen und Anschuldigungen gibt von beiden Seiten. Damit muss man, wenn man die Aktie hat, natürlich auch leben, dass man vielleicht nicht unbedingt weiß, wie das da alles gelaufen ist. Aber es soll ja in Zukunft alles besser werden. Das strebt die Regierung zumindest an. Okay, und dann die dritte Aktie noch kurz, die ich Ihnen vorstelle. CNMC Goldmine.
Das ist jetzt wieder ein kleiner Minenwert. Der Börsenwert liegt nur noch bei 60 Millionen US-Dollar umgerechnet. Und wie Sie hier sehen, auch hier war die Kursentwicklung ziemlich unbefriedigend. Auch CNMC Gold Mine hat von dem Goldpreisanstieg, den wir gehabt haben, nicht profitiert. Woran liegt's? CNMC ist wirklich ein kleines Unternehmen, wird auch nicht viel beachtet. Die Aktie ist außerdem in Singapur gelistet. Singapur ist jetzt nicht unbedingt ein Minenstandort, wo viele Minenaktien und Minenanalysten sind. Und was letztes Jahr eben noch dazugekommen ist, das ist etwas, das Investoren gar nicht mögen, nämlich eine fallende Produktion und niedrigere Goldgrade und dadurch höhere Produktionskosten, vor allem im vierten Quartal. Insgesamt letztes Jahr hat sich der Gewinn zwar verdoppelt, aber das lag in erster Linie an Sondereffekten und an Kostensenkungen. Der Umsatz war, obwohl der Goldpreis gestiegen ist, leicht rückläufig. CNMC Gold Mine hat eine einzige Mine nur momentan. Das ist die Mine Sukor in Malaysia. Das ist eine Tagebaumine, die wird aber erweitert zurzeit um einen Untertageschacht. Da es gibt bestimmte Bereiche mit sehr hohen Goldkonzentrationen, da will man mit diesem Schacht besser rankommen. Das hat jetzt aber insgesamt die Produktion eben beeinträchtigt und dann gab es auch noch Unterbrechungen wegen dem Coronavirus im ersten Quartal. Und neben dieser einen Mine, die in Betrieb ist, gibt es zwei weitere Minenprojekte, die sind auch in Malaysia. Das muss jetzt aber erstmal entwickelt werden in den nächsten Jahren. Meiner Meinung nach ist CNMC Gold Mine jetzt vielleicht nicht die absolute Top-Goldaktie, aber beim momentanen Kurs würde ich doch sagen, dass die Aktie wahrscheinlich zu negativ gesehen wird und dass sie unterbewertet ist. Das KGV auf dem Gewinn vom letzten Jahr, das liegt bei 14. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,8% und CNMC ist schuldenfrei und hat Netto-Cash von 15 Millionen Dollar. Das heißt, ein Viertel vom Börsenwert ist eigentlich schon abgedeckt mit Netto-Barmitteln. Das hat man im Goldsektor wirklich nicht allzu oft. Und meine Vermutung oder meine Hoffnung eher gesagt ist, dass man da die Produktionskosten demnächst wieder senken kann, sobald dieser Untertageabbau dann eben auch läuft. Und es gibt eben noch das Potenzial von den zwei neuen Minen, die gerade entwickelt werden. Das wird möglicherweise unterschätzt. Es ist aber eine spekulative Aktie und ich würde da auch keine großen Summen investieren. Das können Sie aber wahrscheinlich sowieso nicht. Die Aktie ist nämlich sehr markteng. Bei uns kann man sie nur an der Börse Stuttgart handeln und da können Sie froh sein, muss man leider so sagen, wenn Sie überhaupt ein paar Stücke kriegen, zumindest zu einem ordentlichen Kurs. Dazu vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Also wenn Sie solche Auslandsaktien kaufen an der deutschen Börse, Aktien, die sehr markteng sind, dann ist es wirklich unumgänglich, dass Sie immer nur mit limitierten Orders kaufen. Sie werden sonst über den Tisch gezogen und kriegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen schlechten Kurs. Und orientieren Sie sich da auch nicht an dem Kurs, den Sie da gerade sehen, der da irgendwie erscheint. Auch der ist möglicherweise nur gestellt, ohne dass ein Umsatz da gewesen ist. Der faire Wert von so einer Aktie, in dem Fall jetzt aus Singapur, das ist eben der aktuelle Kurs in Singapur multipliziert mit dem aktuellen Wechselkurs und so kriegen Sie den Preis, den Sie zahlen sollten und mehr eben nicht. Und es ist immer besser, Sie kriegen die Aktie gar nicht, auch wenn es ärgerlich ist, als wenn Sie dafür einen unglaublich überhöhten Kurs zahlen müssen. Okay. Damit bin ich am Ende. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich noch anmelden beim Zukunftsmärkte-Report zum Thema Gold, der morgen rausgeht. Und vielleicht haben Sie ja auch Lust, dass Sie öfter mal solche Videos sehen. Dann abonnieren Sie natürlich gern meinen Kanal. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier wiedersehen, erhöht sich dadurch dramatisch. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, dann immer natürlich auch auf die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung. Da sehen Sie dann auch jedes Mal, wenn die neuen Videos jeweils da sind. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen, viel Erfolg bei der Geldanlage und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.